Freunde, da seid ihr und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten TVB Matchday Show. Ungefähr so lange, wie ich jetzt gerade hier unten auf euch gewartet habe, musste unsere Mannschaft auf das nächste Spiel warten. Wir hatten unfreiwillig 3 Wochen Pause, aber jetzt geht es endlich wieder weiter und dann auch noch so ein heißes Derby gegen Balingen. Ich muss wahrscheinlich gar nicht mehr viel erzählen, ihr wisst ganz genau, worum es hier geht, um eine ganze Menge. Das müssen wir natürlich alles aufarbeiten. Wir werden euch mit den spannendsten Informationen versorgen bis zum Anwurf. Heute gibt es sogar auch vom Spielende, also von der Schlussphase, ein paar Spielminuten live auf der Facebook-Page vom TVB. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier wieder mal dran zu bleiben. Wer noch kein Fan der Facebook-Page ist, sollte, muss das jetzt nachholen, ja? Es gibt keine Alternativen. Und es gibt auch keine Alternativen zu meinem ersten Gast. Ich freue mich auf unseren zukünftigen Sommerneuzugang, Manuel Späth. Grüß dich. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Ja gut, bin ein bisschen angespannt hier vor dem Spiel, aber soweit alles gut. Bist du heute quasi schon richtiger TVBler? Ja gut, in meiner Funktion als Co-Moderator muss ich da natürlich ein bisschen neutral sein, aber klar, im Herzen natürlich hoffe ich natürlich, dass hier die Stuttgarter die 2 Punkte hier behalten. Genau, auch da eine relevante Information. Der SWR wird das Spiel live übertragen, zwar nicht im TV, aber dafür im Internet. Schöne Geschichte. Hast du schon Erfahrung als Co-Kommentator? Ich war witzigerweise hier vor einigen Jahren schon mal, aber damals war es noch fürs Radio, also es hat sich weiterentwickelt, jetzt fürs Fernsehen und dann schauen wir mal, was die Sache bringt nachher. Macht dir das Spaß? Kannst du dir das auch in der Zukunft häufiger mal vorstellen? Demnächst werden ja auch bei Sky alle Spiele gezeigt. Erstmal spielst du natürlich noch erstmal hier beim TVB in der Zukunft, aber wenn du mal nicht mehr spielen solltest? Ja, ich glaube schon, dass mir das Spaß macht. Also, und ich freue mich auch drauf. Und ja, wenn man dann noch ein gutes Spiel sieht, macht es natürlich doppelt so viel Freude. Perfekt. Vor 2 Tagen hast du selber noch gespielt. Ihr habt in Coburg antreten müssen und habt gewonnen. Du hast auch 3 Tore erzielt. Wie war das Spiel für dich? War das eine harte Nuss? Ja, für mich jetzt persönlich war es natürlich nach der Länderspielreise relativ anstrengend, so kurz danach wieder. Und ja, insgesamt haben wir uns auch sehr schwer getan gegen Coburg, obwohl die ja in der Tabelle ganz hinten stehen. Aber wir haben uns lange Zeit schwer getan, am Ende dann natürlich glücklicherweise auch noch gewonnen. Und ja, ich denke auch verdient gewonnen, aber war nicht so einfach. Das war ja auch für den TVB nicht ganz so schlecht, dass ihr da in Coburg gewonnen habt. Du hast es gerade angesprochen, Länderspiele. Wie war die Reise? Wobei, ihr habt ja quasi heimgespielt, aber wie war das für dich? Ja, ich war jetzt fast ein Jahr nicht mehr dabei, deswegen war es für mich natürlich jetzt umso schöner, mal wieder dabei zu sein. Und ja, die Länderspiele sind natürlich jetzt nicht ganz so verlaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Aber ich denke, alles in allem war es ein gelungener Lehrgang und ja, wir haben viele neue Dinge gelernt, den neuen Bundestrainer kennengelernt und somit war es trotzdem ein erfolgreicher Lehrgang. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Bundestrainer dich angerufen hat. Du warst erst gar nicht erreichbar, der auf die Mailbox gequatscht. War das wirklich so? Und wie groß war die Überraschung? Ja gut, er war jetzt erst neu, dadurch hatte ich seine Nummer auch noch nicht. Meistens gehe ich da nicht ran. Er hat dann um Rückruf gebeten und ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass er halt ja den breiten Kader nochmal informiert, weil es war sein erster offizieller Arbeitstag. Aber ja, hat mich dann noch nachnominiert für den Lehrgang und hat mich natürlich gefreut. Wie ist dein Eindruck vom neuen Bundestrainer? Ja, er ist sehr akribisch, also hat ganz klare taktische Vorstellungen, sehr motiviert. Ich denke, das hat man jetzt schon beim Lehrgang gemerkt, also wir haben ja sehr viele neue taktische Dinge gelernt, vor allem in der Abwehr und ja, ich denke, er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Er hat noch nicht die Erfahrung, klar, das kann er jetzt noch nicht haben, er ist noch sehr jung. Aber ich denke, mit ihm hat der deutsche Handball auf jeden Fall einen richtigen Trainer gefunden. Beim ersten Spiel gegen Schweden warst du sogar nachher Man of the Match. Bist du heiß und bereit für weitere Länderspiele? Ja, klar, immer. Also es ist immer was Besonderes, das eigene Land zu spielen. Und da freut man sich immer dabei zu sein. Aber ich weiß natürlich auch, wenn Pekele und Winczek das nächste Mal wieder dabei sein sollten, ja, dass die natürlich ein Stück weit gesetzt sind, auch haben sie sich auch verdient aufgrund der Leistungen in der letzten Zeit. Aber ja, wenn ich gebraucht werden sollte, bin ich bereit. Heute Abend hier ausverkauftes Haus in der Porsche Arena. Unser TVB spielt gegen Balingen. Was für ein Spiel erwartest du heute hier? Ja gut, ich denke, die Vorzeichen stehen natürlich ganz klar auf ein körperbetontes Kampfspiel. Ich meine, es geht für beide Teams um sehr, sehr viel. Also da wird sich wahrscheinlich kein Zentimeter gegenseitig geschenkt. Und ja, es wird ein enges Spiel werden und am Ende hoffe ich dann mit ein bisschen besseren Ende für die Wild Boys. Jetzt hatte der TVB quasi das Gegenteil von dir. Du bist jetzt quasi richtig im Saft, hast regelmäßig gespielt. Die Jungs hier hatten jetzt 3 Wochen Pause, unfreiwillig sozusagen. Wie ist das als Spieler? Muss man da erstmal wieder reinkommen oder ist man im Regelfall sofort präsent, wenn man in der Zwischenzeit trainiert und ist vielleicht sogar noch ein bisschen frischer?
Ja, ist schwierig zu sagen immer. Also ich persönlich bin lieber in dem Spielrhythmus, aber auf der anderen Seite konnten sie sich jetzt explizit auf den Gegner vorbereiten. Auch ein paar angeschlagene Spieler konnten die Zeit nutzen, um fit zu werden. Also man wird es nachher sehen, was die Pause gebracht hat. Ich hoffe, dass sie es sehr gut genutzt haben. Ich habe gehört, dass sie intensiv trainiert haben und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Okay. Bei Instagram kann man sehen, du bist gerade am Renovieren. Brauchst du noch Hilfe? Da sind vielleicht Leute, die dir helfen könnten? Ja, jetzt einige Leute. Nee, wir sind ganz gut vorangekommen und unser Ziel ist dann in der handballfreien Zeit im Sommer umzuziehen. Ein Stückchen näher Richtung Stuttgart. Und ja, haben noch einiges zu tun, aber wenn es die Zeit zulässt, dann nimmt man da auch selber mal gern das Werkzeug in die Hand und probiert sich ein bisschen aus. Ja, du kommst näher hier zum TVB heran. Genau, ja, es hat sich angeboten. Ich komme ja gebürtig auch aus Ostbildern und dann gehen wir wieder ein bisschen hier in die Heimat. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so weit weg ist Köppingen auch nicht, aber zumindest ein bisschen näher Richtung Stuttgart, sagen wir so. Perfekt, dann heute Abend dir viel Spaß und weiter viel Erfolg für den Saisonverlauf. Alles klar. Super. Danke. Bis dann, schönen Abend. Ja, das war unser erstes Interview mit dem Manuel Späth. Ach übrigens, ja, jetzt wo ich hier gerade die liebe Annika sehe, die uns ja immer so schön hier hilft bei unseren TVB Matchday-Shows. Sie ist quasi die Moderatorin im Netz. Und wenn ihr Fragen habt an unsere Gäste, natürlich gerne raushauen. Das Gute ist noch on top, da kommt die Annika auch noch hier vor die Kamera. Das ist gerade nicht passiert. Gab es da keine Frage oder wie? Keine Frage. Oh, das ist aber schade. Also jetzt haben wir noch ein paar andere Gäste. Ich sag nur Hofner, Luigi kommt. Wir haben hier, ich guck mal ganz kurz rein hier, Nicole Mead, das ist die aus dem Dschungel. Die kommt noch. Also gleich alles gut. Da denken alle schon, jetzt geht's weiter. Aber Spannungsbogen, ja, alles für den Spannungsbogen. Und wir haben noch hier Jürgen Schweikert und. Also wenn ihr Fragen habt, gerne loswerden. Wir machen weiter mit Hofner, Luigi. Ja, grüß dich. Na? Hallo. Und? Ja. Fit? Ja, ich bin immer fit. Alles gut. Und du auch? Immer, wie ein Turnschuh. Immer fit, immer auf der Hut. Ah, herrlich zusammengefasst. Jetzt hast du ja auch schon vorhin geprobt. Wirst du ja auch nachher performen? Genau. Also wir hatten vorhin einen Soundcheck und das war richtig gut. Also vom Sound her passt es. Jetzt hoffen wir, dass wir heute einen Sieg hier einfahren. Na, und dann ist mal alles gerettet. Bist du TVB-Fan? Ja, natürlich. Ich wohne ja in Remseck-Hochdorf. Ist ein Katzensprung rüber und das passt dann schon. Ne? Guckst du dir häufig auch mal Spiele an? Ja, sicher. Also ich bin öfters hier in der Halle. Also nicht immer als Gast da, sondern auf den Tribünen, um den TVB zu unterstützen. Wunderbar. Jetzt ist ja auch bald wieder hier Frühlingsfest hier um die Ecke. Du bist ja eine Institution auf dem Vasen. Die Leute feiern wie Sau. Bist du beim Frühlingsfest auch wieder dabei? Ja, sicher. Von morgens 11 bis nachts 1, 2 Uhr. Also ich bin einer von den Ersten, wo kommt, und einer von den Letzten, der geht. Im Grandelshofbräuzelt und das schon seit 13 Jahren. Und ja, es gibt nur einen Hofnamen in Deutschland und der bin ich. So sieht es nämlich aus. Und falls jemand die letzten 13 Jahre hier verpennt hat und jetzt noch nicht genau weiß, was geht denn da ab, kannst du vielleicht einen Song empfehlen, wo du sagst, den musst du auf jeden Fall gehört haben, der knallt mal so richtig. Natürlich knallen die wahrscheinlich alle, aber wer knallt denn am allermeisten? Also der Song, der immer knallt bei uns im Bierzelt, ist mein eigener Song. Und als Italiener und Großneffe vom Silvio Berlusconi gibt es nur einen Song und das geht Bunga, 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 Bungalow, Bungalow, Bungalow. Ohne Bunga, Bunga geht gar nichts. So sieht es nämlich aus. Du bist ja voll drin. Und wie hat das bei dir eigentlich angefangen? Wie bist du in diese Richtung reingeraten? Also ich mache ja Musik schon als kleiner Kerle sozusagen. Bin mit der Musik aufgewachsen, Schauspielerei noch und irgendwann wurde dann Hans-Peter Gandl auf mich aufmerksam, vor 13 Jahren, ja, und dann haben wir probiert, die Bühne war da, also die Platte für meine Chance und ja, und dann habe ich es ausgebaut und wie gesagt, seit 13 Jahren der Hofner im Grandelshofbräuzelt. So ist es. Wunderbar, aber du spielst ja nicht nur dort, sondern bist auch in anderen Städten natürlich ein gern gesehener Gast. Erzähl doch mal, wo spielst du das ganze Jahr über? Also ich bin deutschlandweit unterwegs, in Düsseldorf auf der Rheinkirmes, in Bremen auf dem Freimarkt, in Verden bei der Domweih, in Libori, Paderborn, Libori, ein hammermäßiges Fest. Ja, und man tingelt umeinander, dann im Winter in der Nähe von Kitzbühel bin ich da unterwegs, in Mellau bin ich unterwegs, also immer unterwegs, na, da freut sich alle. Und heute hier in der Porsche Arena, da freuen wir uns nachher auch noch auf der Players Party, habe ich gehört, im Palm Beach, da feiern wir nachher noch ein bisschen, da bist du auch dabei. Da geben wir Vollgas, da gibt es dann so halbe Stunde, dreiviertel Stunde Programm von mir zum Einstimmen auf den Vasen und
Da freue ich mich. Bierchen trinken, ne? Ah, wunderbar, herrlich. Da sehen wir uns aber so richtig. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Ja. Lass Danke es krachen später. Danke dir. Wunderbar, bis nachher. Ciao. Herrlich. Hofner, Luigi, Annika, du kannst, wenn mal eine Frage kommt, gerne hier direkt reinpreschen, ja? Ich hoffe mal, das ändert sich jetzt mal mit unserer nächsten, ja? Mit unserem nächsten Gast, die jetzt aber, Nicole Miet. Ja, hi, grüß dich. Hi. Wie geht's Hallo. Dir? Mir geht's super, ja, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr. Bist du zum ersten Mal hier oder warst du schon mal hier? Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier und freue mich aber total, weil ich habe meine beste Freundin mitgenommen und sie war damals in der 4. Liga und dadurch kam eben so ein bisschen das Handball, so, sag ich mal, die Begeisterung durch meine beste Freundin und ich stand sogar selber mal im Tor. Echt? Du hast auch im Verein gespielt? Nein, ich stand nur einmal im Tor und das hat mir gereicht. In welchem Rahmen war das? Das war einfach nur so eine Testphase und ich wurde so abgeballert. Ja. Also ich freue mich eher lieber zuzuschauen. Ja, wunderbar. Ja, wenn du nicht gerade hier beim Handball in der Porsche Arena bist, da bist du ja auch zum Beispiel als Schauspielerin aktiv. Ich habe gehört, mit 11 Jahren hast du die erste Rolle vor den Kameras im Fernsehen gehabt. Wie kam denn das zustande? Ja, also meine Großeltern waren Schauspieler und irgendwie habe ich, glaube ich, Blut geleckt und mein Vater wollte mich lange schützen und hat gesagt, nein, du bist doch viel zu jung, da warten wir mal noch und ich habe immer genervt und habe gesagt, jetzt komm, lass uns doch mal irgendwo hinfahren und dann haben wir uns in Berlin vorgestellt und da hatte ich direkt ein Casting und ja, habe direkt die Rolle bekommen und so fing das dann an. Und wo hast du dann damals in den jungen Jahren schon gespielt? Also ich habe angefangen mit einem ZDF-Spielfilm und habe dann für den Tatort gedreht oder das Traumschiff, ne, wo sie dann lange rausfahren. Das war sehr schön. Ja, wir waren wo warst du dann da? Wir waren erst auf Samoa, dann in Australien, bis hoch nach Indonesien, Philippinen. Das war sehr toll. Da musste man natürlich auch gut in der Schule sein, um so lange befreit zu werden. Unser Charlie, XY, solche Sachen. Okay. Und beim Traumschiff, was überwiegt dann da, die Reise oder das Drehen vor der Kamera? Beides tatsächlich. Also in so einem Ambiente überhaupt drehen zu dürfen, das ist natürlich toll. Wir waren wirklich mitten auf Samoa. Ja, Samoa ist so ein Punkt auf dieser Landkarte. Das ist schon toll, dort zu sein, aber dann dort auch zu drehen zu dürfen, wundervoll. Und klar, das Reisen natürlich, natürlich auch schön. Und hast du trotzdem Jahre später nochmal eine Schauspielausbildung absolviert und bist dann im Anschluss daran zu Verbotene Liebe gekommen, stimmt das? Genau, also ich habe dann eine Schauspielausbildung hier in Stuttgart gemacht und direkt an meinem Schauspieldiplom, also als ich mein Schauspieldiplom bekommen habe, hat meine Agentin angerufen, Nicole, du musst sofort nach Köln. Und ich so, wie, ich muss nach Köln, ich will jetzt hier mein Diplom feiern, ich habe es gerade in den Händen. Nein, du hast die Rolle bekommen für die Verbotene Liebe. Das habe ich während meiner Schauspielzeit, habe ich da ein Casting gemacht. Ja, und dann bin ich direkt in den Zug eingestiegen. Aha, okay, und dann habe ich in Köln gelebt und dann eben fast 5 Jahre bei der Verbotene Liebe mitgespielt. Du bist dann mit wie vielen Jahren nach Köln gezogen? War ich 19. Ich bin auch mit 19 nach Köln gezogen übrigens. Ja, keine schlechte Stadt, oder? Nee, Köln ist super. Sehr, sehr cool. War das für dich das erste Mal von zu Hause weg und dann für den Beruf so früh dann schon woanders zu sein? War das erst schwierig oder hat das gut funktioniert? Nein, das war für mich gar nicht schwierig. Ich bin mit 16 schon nach München gezogen und habe dort mein Glück in der Schauspielschule versucht. Und dann habe ich doch gemerkt, ich habe Heimweh, ist doch zu jung für mich. Und deshalb war dieser Schritt für mich völlig in Ordnung, weil ich es eben mit 16 nochmal probiert oder vorher probiert hatte, mit 19 dann und dann war es perfekt. Okay. Ja. Cool. In diesem Jahr konnte man dich dann auch im Dschungel sehen. Davor warst du vielleicht sogar auch im Playboy. Und vor kurzem gab es dann auch ein Promi-Dinner noch mit allen Kandidaten oder mit ausgewählten Kandidaten. Wie ist das für dich, mal abseits von Schauspielprojekten in Formaten dieser Art stattzufinden? Ja, ein bisschen laut hier immer. Ja, also das Anfeuern muss natürlich mit sein. Ja, sehr gut. Also es war natürlich etwas ganz Spezielles für mich, weil das sind ganz andere Formate als, sage ich mal, diese seriösen Formate, wie man sie gerne nennen möchte, ARD, ZDF, NDF. Ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend, aber auch ganz anders sich zu präsentieren. Ich habe immer versucht, eben wirklich authentisch zu bleiben und das ist mir auch gelungen. Egal, wie die Leute jetzt denken, vielleicht habe ich zu wenig gezeigt oder zu viel oder für mich ist es perfekt, weil ich immer noch seriös als Schauspielerin arbeiten darf. Und das ist eben der Sinn der Sache. In welchen Bereichen siehst du deine Zukunft? Eher in dem von dir angesprochenen seriösen Bereich oder bei TV-Formaten? Nein, auf jeden Fall nach wie vor die seriösen Formate. Und es kann immer sein, dass sich mal wieder ein Trash-TV, dass sich das mal einschleißt. Aber weißt du, mittlerweile ist jeder
Promi, sag ich mal, wirklich deutschen, tollen Schauspieler sind auch in jeder Quiz-Sendung dabei, ja. Ja, also ob ich jetzt in einer Quiz-Sendung bin oder beim Promi-Dinner oder so, ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich persönlich. Hast du danach schon eine größere Nachfrage deutlich gespürt im Vergleich zu anderen Projekten? Also ich habe davor ja schon sehr viel gedreht vor dieser ganzen Sache, aber danach kamen auch wieder die Anfragen, das hat mich schon mal gefreut. Also es hat mir schon mal nicht geschadet, ja, das kann ja auch passieren. Ich habe jetzt ganz viele Castings gemacht, das ist aber noch nicht spruchreif, das ist jetzt alles noch im Laufen. Und die Eventanfragen, die sind natürlich sehr, sehr da, also mehr da als vorher. Und das ist aber schön, das freut mich auch. Ja. Du bist ja auch bei Social Media sehr aktiv, kannst du mal den Leuten erzählen, wo man dich da finden kann? Genau, also man kann mich auf jeden Fall auf Facebook finden unter Nicole Mead, das mit dem Häkchen. Dann auf Instagram auch Nicole Mead, auch das mit dem Häkchen. Und auf Snapchat bin ich auch dabei, auch Nicole Mead. Perfekt, jetzt noch abschließend ein Tipp und dann machen wir hier weiter. Ja, natürlich, für TVB, die gewinnen natürlich. Sehr gut, dann viel Spaß, schön kräftig anfeuern, hier noch ein paar Fotos, wunderbar. Und wir machen natürlich hier nahtlos im Programm weiter. Und zwar habe ich hier natürlich, Jürgen Schweikert habe ich mir eingeladen und den Wolfgang Strobel aus Balingen, die zwei Geschäftsführer. Ich gehe vielleicht, er steht so. Erstmal hallo, willkommen hier in Stuttgart, hier auch ebenfalls. Ist ja ganz schön laut hier, die Halle ist ausverkauft. Wie groß ist die Vorfreude? Ich habe dich schon gar nicht verstanden, nochmal. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr laut, die Halle ist ausverkauft. Wie groß ist die Vorfreude auf den ganzen Rahmen hier? Ja, absolut. Das ist, denke ich, für das Spiel heute ein wunderschöner Rahmen. Volle Halle, wir hätten viel, viel mehr Karten verkaufen können, sowohl wir als Stuttgart natürlich auch. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Spiel ähnlich gut wird. Ja? Wie viele Fans sind von euch heute dabei? Ja, ich werde zum Schätzen. Ich weiß ungefähr von 600 bis 800. Aber was natürlich sonst noch Tickets direkt im Online gekauft hat, lässt sich eigentlich noch schwer sagen. Ja, aber ich rechne mal so mit knapp 1000. Für uns gab es ja jetzt eine dreiwöchige Pause. Wie groß ist die Anspannung bei dir? Jetzt so kurz vorm Anwurf? Ja, die ist da, wobei ich verspüre tatsächlich Freude auf genau diesen Rahmen, auf so ein Spiel. Das sind die Dinge, die Spiele im Jahr, die einfach das Besondere sind, warum wir das Ganze tun. Und klar hoffe ich, dass es am Ende gut für uns ausgeht. Okay. Sehr spannend finde ich auch bei dir. Du hast vor 2 Jahren die Karriere beendet, bist sofort Geschäftsführer geworden und hast dann quasi zu deiner aktiven Laufbahn parallel auch schon Richtung Beruf gearbeitet. Wie sah das damals aus, als du noch Spieler warst? Ja, ich war nie ein Typ, zu keiner Zeit meines Lebens, dass ich irgendwas auf irgendwas ausgerudert oder irgendwas gelassen habe. Deswegen habe ich am Anfang meine Ausbildung gemacht, habe dann studiert nebenher und dann auch recht früh auch gearbeitet nach meinem Studium. Man muss halt gut timen mit Handball, Beruf und Familie, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber das geht schon, wenn man das will, wenn man das angeht. Und ich glaube, nur dann ist es auch möglich. Für mich war immer klar, dass wenn ich aufhöre mit Handball, möchte ich irgendwann mal kein Berufsanfänger sein. Ja? Und das Ziel habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft. Das habt ihr ja quasi ein bisschen gemeinsam. Ne? Du warst ja auch Spieler, Trainer, jetzt hier Geschäftsführer. Wie wichtig ist es auch für einen Profispieler, sich so ein bisschen was aufzubauen parallel? Ja, im Handball elementar. Du kannst vielleicht, wenn du erste Liga spielst, in dieser Zeit gut davon leben, aber nicht dein ganzes Leben. Und deshalb muss jeder, der das vernünftig betreibt, sich nebenher umschauen, was er macht. Bei mir war es noch eine ganz andere Situation. Ich war bis Mitte, Ende 20 eher in den unteren Ligen bis zur dritten Liga unterwegs. Für mich war das gar kein Thema, Studium und alles nebenher zu machen. Okay. Wird denn von euren Verein auch was angeboten, speziell für die Spieler, um sich schon mal so ein bisschen vorzubereiten für die Zeit nach der Karriere? Oder sind die Spieler selber dafür verantwortlich? Ja, wir fördern es zumindest so, dass wir, wenn der Spieler das wünscht, dass er es dann machen kann. Natürlich muss der Handballer Nummer 1 stehen, aber wenn da mal eine Prüfung sich mit dem Training überschneidet, bekommt der Spieler natürlich auch frei. Und bei euch? Ja, ist ähnlich. Wir wollen, dass die ganz jungen Spieler sich nebenher was mit aufbauen, egal ob das eine Ausbildung ist, ob sie Studium machen, schaffen dafür auch Freiräume, aber Priorität hat der Handball. Und bei den älteren Spielern ist schon so, dass man nachher bei denen, wo wir wissen, dass sie Interesse haben, eben auch hier in Balingen oder Umgebung zu bleiben, dass wir natürlich ihnen helfen und gucken, dass wir da auch für sie was finden oder da gemeinsam was finden, was ihnen Spaß macht, um sie dann zu unterstützen und
ich muss sagen, das ist in den vergangenen 2-3 Jahren, glaube ich, ganz gut gelungen. Der Countdown läuft. Allerletzte Frage, wie seht ihr eure Teams für das Derby gerüstet? Ja, ich habe es am Dienstag in der Pressekonferenz gesagt, das ist eine komplett ähnliche Situation. Das Einzige ist, dass Stuttgart halt eben zu Hause spielt. Wir haben die Woche über ein bisschen Probleme dann noch gehabt, was Training angeht mit den einzelnen Spielern. Sind aber heute jetzt bis auf Markus Stiegefeld und Felix König auch vollzählig. Das darf den Ausschlag nachher auch nicht geben. Es wird in meinen Augen wahrscheinlich nachher wirklich eine enge Kiste werden. Und Einzelheiten können das Spiel entscheiden. Und es wird ein offener Ausgang für beide Mannschaften. Ich freue mich einfach auf ein schönes Spiel, eine Top-Atmosphäre hier in der Porsche Arena. Ich glaube, das ist, steht an erster Front. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir gewinnen. Aber das ist vollkommen normal. Okay, gibt es da noch was hinzuzufügen? Ja, ich wünsche mir, dass wir gewinnen und wer bei so einem Spiel, bei so einer Kulisse nicht, da darf es kein Wehwehchen mehr geben. Okay, super. Dann euch jeweils viel Erfolg. Alles klar, bis nachher. Und wir machen nahtlos weiter mit dem nächsten Gesprächspartner. Tim Grothaus habe ich mir auch noch eingeladen. Er ist Sponsoring und Promotion Manager bei Kemper und da ist er auch schon. Ja, heute Abend volles Haus, beide Vereine sind mit Kemper unterwegs, schönes Gefühl. Absolut, man merkt, dass die ganze Region auf dieses Spiel hinfiebert und natürlich auch wir als Ausrüster beider Teams sind ganz gespannt, wer die Punkte am Ende bekommt. Wunderbar, wir haben ja hier auch heute übrigens ein Gewinnspiel. Ich habe eine Frage für euch, die haue ich aber direkt raus. Wie viele Derbys hat es schon gegeben zwischen dem TVB und Balingen? Eure Antwort bitte in die Kommentare und der Sieger bekommt das Deutschland-Trikot natürlich zur Verfügung gestellt von Kemper. Ist doch ein schönes Ding. Da habe ich leider nichts verstanden. Ist doch ein schönes Trikot. Natürlich ist ein schönes Trikot. Das Trikot wird jetzt im zweiten Jahr von der Nationalmannschaft gespielt. Und ich kann jetzt schon mal verraten, dass es wahrscheinlich im Herbst einen Trikotwechsel geben wird. Aber noch kann man sich natürlich das neue oder das aktuelle schwarz-rote DHB-Trikot sichern. Wie viele Bundesliga-Vereine nutzen aktuell Kemper als Ausrüster? Aktuell haben wir in der Herrenhandball-Bundesliga 3 Mannschaften mit Magdeburg und unseren beiden regionalen Vereinen natürlich. Und wir haben in der Frauen-Bundesliga 3 Vereine und in der zweiten Liga der Männer auch 3 Vereine. Eure Bälle sind ja auch sehr gefragt. Und da habe ich mich hier gefragt, warum ist Kemper eigentlich im Handball so präsent im Vergleich zum Beispiel den üblichen Verdächtigen Adidas oder Nike? Ich denke, das passt einfach zusammen. Die Ulsport GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen. Der Handballmarkt ist auch sehr familiär. Gerade im Sponsoring ist es sehr wichtig, dass man direkte Ansprechpartner hat. Und darum ist einfach der Bezug zwischen Ulsport bzw. Kemper zu den Handballvereinen sehr nah. Und das kommt sehr gut an. Und so können wir natürlich auch genau auf die Wünsche der Handballer eingehen. Was ist in der nächsten Zeit bei Kemper alles geplant? Was für neue Materialien für die Handballer kommen noch raus? Ja, hier spreche ich natürlich besonders gerne unseren neuen Wing Light Handballschuh an, der unter anderem heute auch von Tobias Schimmelbauer und Martin Strobel gespielt wird. Derzeit der leichteste Handballschuh auf dem Markt, ein sehr interessantes Produkt. Wir haben mit der Curve-Linie eine neue Trikotlinie auf den Markt gebracht, die jetzt sehr auch für Amateurteams zur Verfügung steht. Und Richtung Herbst kommt dann die neue Kollektion, die auch von der DHB-Mannschaft dann wieder getragen wird. Perfekt. Jetzt gibt es ja nicht nur hier auf unserer TVB-Seite dieses schöne Gewinnspiel, sondern ihr habt auch noch eins auf eurer Seite. Was ist denn da los? Genau, da müssen sich alle Kemper-Fans, alle HBW- und TVB-Fans beeilen. Tippt bis zum Spielbeginn das Ergebnis und gewinnt eben einen so angesprochenen Kemper-Handball, den Spektrum Synergy Pro, der aktuelle Spielball der DHB-Nationalmannschaft. Also Ergebnis tippen und Ball gewinnen. Was für ein Spiel erwartest du heute Abend hier? Kein schönes Handballspiel, aber ein Fight bis zur 60. Minute. Wunderbar, dann viel Spaß dabei und schön, dass du hier bist. Alles klar. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt Einblicke, Eindrücke aus der Halle. Das muss jetzt einfach sein. Der Spannungsbogen, der ist so weit oben. Wir schieben das Ding hier mal weg. So. Und dann habe ich auch gleich übrigens auch noch ein Interview mit dem Carsten Schäfer. Dann habt ihr auch noch aktuelle Infos zu den aktuellen Personalien beim TVB. Lobe, Dank ist da so ein bisschen auf der Kippe, da könnt ihr gleich noch erfahren, ob er spielt oder nicht. Aber erstmal Eindrücke aus der Halle. Mensch, ist hier was los.
Und Freunde, bin ich wieder. Also, hier geht's gleich los. Ihr könnt das Spiel live im Livestream vom SWR mitverfolgen. Und die letzten Spielminuten in der zweiten Halbzeit, die zeigen wir hier auch bei Facebook. Jetzt gibt's Carsten Schäfer und ich würde sagen, bis nachher. Neben mir sitzt Carsten Schäfer. 3 Wochen gab es kein Spiel für den TVB. Gefühlt, aus meiner Sicht heraus, fast eine zweite Winterpause. Wie war es für dich oder kam es dir gar nicht so lang vor? Ja, es war schon lang. Pause haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben natürlich auch versucht, über Trainingsspiele im Spielrhythmus zu bleiben. Aber ja, das ist natürlich eine ungewöhnliche Situation. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil gegenüber den Balingern, die in der Zwischenzeit ein paar Spiele ausgetragen haben? Das wird man sicherlich erst heute nach dem Spiel wissen. Ich denke, wir haben die 3 Wochen gut genutzt. Wir haben gut und intensiv trainiert. Wir haben, wie schon eben gesagt, uns im Rhythmus gehalten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das heute sehr gut hingesteuert haben, dass die Jungs heute ja, in der Formkurve deutlich nach oben gegangen sind in den letzten Tagen, sodass ich mich freue auf das Spiel heute. Welchen Eindruck haben die Spieler in den letzten Tagen vermittelt oder auch bei der letzten Trainingseinheit? Ja, es ist natürlich so eine positive Angespanntheit, positive Nervosität zu spüren, im Sinne, dass sie sich freuen und auch der Intensität bewusst sind, die heute auf sie zukommt. Ich deute das alles positiv. Okay. In den Zeitungen war zu lesen, dass der Felix Lobedank eventuell ausfällt. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, das wird sich heute ganz kurzfristig entscheiden. Lobo hat tatsächlich die letzten Tage noch mit so einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen gehabt. Der ist jetzt aber vom Arzt, hat er die Freigabe und jetzt werden wir uns in der Wärmung ansehen, wie das läuft bei ihm. Er wird selber auch in sich reinspüren und dann werden wir entscheiden, ob wir ihn mit einsetzen können oder nicht. Okay, alles klar. Ja, heute ist der Gegner Balingen quasi um die Ecke. Hier werden viele Hände geschüttelt, teilweise auch Umarmungen. Man kennt sich durchaus, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Man kennt sich, man kennt die, ich sag mal, Stärken, man kennt die Schwächen des Gegners. Man hat auch so, ich sag mal, es gibt sicherlich auch so ein paar kleine persönliche Nicklichkeiten, die sich über die letzten Jahre aufgebaut haben. Das gehört auch alles dazu zu so einem Derby und darf uns mit Freude ein sehr intensives Spiel erwarten lassen. Ja. Waling hat zuletzt sehr überraschend in Hannover gewonnen. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Es sollen ja auch ein paar Spieler angeschlagen sein. Es hat sich auch ein Spieler gegen Deutschland im Länderspiel verletzt. Was für eine Mannschaft erwartest du heute hier in der Porsche Arena? Ja, Baling ist einfach eine Mannschaft, die über die Emotionen ungewöhnliche Leistungen abrufen kann. Ja, wie zum Beispiel in Hannover, dann läuft vieles zusammen. Sie kommen immer über diese emotionale Seite und die Intensität im Spiel in die Partien hinein und machen da ihren Gegnern Probleme. Sie nennen sich nicht umsonst Gallier von der Alb, aber ich bin überzeugt, dass wir heute dort in gleicher Weise dagegenhalten werden. Beziehungsweise ich hoffe, dass wir heute auch sehen werden, dass wir hier heute zu Hause sind und dementsprechend auch auftreten. Perfekt, darauf freuen wir uns. Dann euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg und ich gebe zurück ab in unsere Live-Show.